heutigen Gastes ist schon erschienen und hat ihn ganz nach oben katapultiert an den amerikanischen Literaturhimmel. Er wird vollkommen zu Recht inzwischen auf der ganzen Welt als neuer Star gehandelt. Geboren in Vietnam, wohnhaft in New York und jetzt in Aspekte. Herzlich willkommen, Ocean Vuong. Wir können ja noch mal ganz kurz bei dem Thema bleiben. Klimawandel, Klimastreik. Greta Thunberg ist gerade in den USA unterwegs, hat Reden vor dem Kongress gehalten. Ich habe, oder beziehungsweise viele hier haben den Eindruck, in Amerika ist aber das Thema Klimawandel, sagen wir mal, noch kontroverser behandelt als in Europa. Täuscht der Eindruck? Was ist Ihrer? Ich glaube, das stimmt wirklich. In den Vereinigten Staaten leben wir in einer Welt der Mythen. Der amerikanische Traum ist ein Mythos. Und jedes Mal, wenn wir anfangen, über die Realität und Wahrheit zu sprechen, ist immer der Mythos mit im Spiel. Darum geht, in die Vergangenheit zu schauen und dorthin zu schauen, wo sie herkommen. Und jetzt haben sie Angst, auch in die Zukunft zu schauen, dahin, wo sich alles hinentwickeln wird. Deswegen ist der Klimawandel auch etwas, über das man so schwer in den Vereinigten Staaten sprechen kann. Aber endlich sprechen wir überhaupt darüber. Was uns erschüttern könnte, ist immer unglaublich kontrovers. Denn Amerika ist begründet worden auf dem Genozid an den amerikanischen Ureingeborenen und Sklaverei. Das heißt, diese Nation ist sehr ängstlich.